da kommt Avocado und das Kinn an. Du willst dich messen, mein Körper ist durchtrainiert. Eins gegen eins im Ring, du verlierst. Meine Fäuste kommen schneller, morgen wie der Wind. Die Tritte kommen nacheinander, Holocaust, Loki. Tiger des Augen schüchtert dich, ein mit bösem Blick. Bösem Blick, bis du auf dem Boden liegst. Wer sich da fängt an zu zählen, du stehst auf den Gong, geht ab in den Ecken und danach wieder raus. Zweite Runde ist am Start, jeder Schlag trifft dich hart. Jeder Schlag trifft dich hart, du bist heute krass gemacht. Es zu dem INTO, Kickbox, es zu dem ERO. Red dich aus noch, das ist kein Straßenkampf, wie Box, du mit Regeln. Bringe dich zum KO und hole den Titel ab. INTO, Kickboxer, durchtrainierte Topfighter. Jeder von ihnen ist ein Star mit den Augen des Tigers. Zinto Kickboxer, durchtrainierte Topfighter. Jeder von ihnen ist ein Star mit TI auf der Seite. Einmarsch mit Sieg, der Fight auf dem Beat. Fight Night, jetzt muss Zinto Kickbox Team. Es ist Zeit, Gegner auszunocken. Keiner kann dieses Zinto-Kämpfer stoppen. Links, rechts, Jab, Cross, Uppercut, Punch. Let's get ready to the Rumble, zeig was du kannst. Das Spotlight geht aus und die Glocke erklingt. Sei gefällig wie ein Löwe und hast den Skin. Sei flink wie ein Panther, gib dich wie eine Kobra. Knock deinen Gegner aus, dann ist es Game Over. Frontkick, Highkick, Vollkontakt, Uppercut. Du gehst als Champ aus dem Ring, alles klar, abgemacht. Everland, Puffin, Universal Top 10. Beherrsch den Kampf von deinen Gegner, dann bist du der Boxchef. Dein Gegner ist stark, doch du bist viel härter. Deine Schläge sind zwar hart, doch deine viel härter. Zinto Kickboxer, durchtrainierte Topfighter. Jeder von ihnen ist ein Star mit den Augen des Tigers. Zinto Kickboxer, durchtrainierte Topfighter. Jeder von ihnen ist ein Star mit TI auf dem Tiger. Zinto Kickboxer, durchtrainierte Topfighter. Jeder von ihnen ist ein Star mit TI auf the Tiger. Dankeschön. Dankeschön. Diese Profikarriere durchaus hart sein kann, hat der Ex-Weltmeister am eigenen Leib erfahren müssen. 2001 bin ich ja Weltmeister geworden im Kickboxen in Las Vegas, Nevada. Ja, und dann bin ich Profi geworden. Später bin ich aber zurück wegen Sportverletzungen, ist das Kreuzband gerissen, ich hatte einen Meniskus kaputt. Und so musste ich dann nachher zurücktreten, weil der Arzt mir das verboten hat. Wo könnte ich das dann besser anwenden als in meiner Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in München-Gladbach? Katrin und die anderen Teilnehmer sind ihm sicherlich dankbar dafür. Einige vielversprechende Talente hat der Trainer auch schon ausmachen können. Ob aus ihnen auch mal ein Weltmeister hervorgeht, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, der Vorspann hat euch gefallen. Ich bin ja der Pate der Gesamtschule Rhein-Müllfort. Ja, euer Pate. Von daher möchte ich mich aber auch bei der Schulleitung bedanken, bei Frau Otto und bei Herr Leiers, mit dem ich in ständigem Kontakt bin. Danke für diese große Ehre. Also für mich ist es eine Ehre, eine verantwortungsvolle Arbeit als Pate. Ja, ihr dürft auch zu mir kommen, zum Verein und mal Fragen haben, wenn ich mal helfen kann. Ich habe viele Kontakte in München-Gladbach. Wenn es zum Thema Berufswahl ist, ja, wenn ich jemanden Ausbildung besorgen kann oder ein Praktikum, ja, ich bin immer bereit, euch zu helfen. Selbst bei Mobbing, ja, wenn ihr mal gemobbt wird und Hilfe braucht, ihr könnt auch mich kontaktieren, ja. Also für mich ist das eine sehr verantwortungsvolle Arbeit. Also wenn ihr immer Hilfe braucht, benötigt, was auch immer, ihr könnt mich anrufen, ja, oder mir eine E-Mail schreiben, wie ihr möchtet, ja. Fragt mich, ich bin gerne bereit zu helfen. Denn schließlich bin ich der Pate von der Gesamtschule Rhein-Müllfort. Ne? Warum ich Pate geworden bin von der Schule, ist einer der Gründe, weil Herr Leiers damals zu mir gekommen ist und ein Projekt mir vorgestellt hat, das war Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das Projekt hat mir wunderbar gefallen. Ich habe damals ja auch an der Schule ein Projekt dann selber auf die Beine gestellt, stand auf der Bühne und habe speziell über dieses Thema gesprochen. War eine schöne Präsentation, war auch eine super Zusammenarbeit mit Herrn Leiers und Frau Otto. Wann immer ich mich umsehe, wird mir eins stets bewusst.
Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck. Habe Vertrauen zu dir selbst. Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, sondern sei selbst eine. So, das war mein Schlusszitat für heute. Ja, es hat Spaß gemacht, dieses Video für euch zu machen. Und nochmal danke, Frau Otto und Herr Leyers, ja, für die Zusammenarbeit. Und ja, euch Gesamtschule Reit-Milford viel Erfolg, ja, mit allem, was er noch vorhabt, ja, was er noch macht. Und wie gesagt, ich habe immer ein offenes Ohr für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis bald.